Hallo Johannes. Hi Anja. Genau. Wir sitzen hier im Projekt Wir bauen Zukunft und wollen einfach darüber reden, was hier passiert. Das sind viele Aspekte, die die Palio63-Community auch interessieren und es genau richtig machen. Jetzt eben das zum Gespräch bringen, was hier passiert, was hier noch passieren soll. Und ich würde dir auch gerne das Wort geben, dich einfach mal kurz vorzustellen und dann kommen wir einfach ins Gespräch. Ja, voll schön. Vielen Dank, dass du da bist. Vielen Dank für das Gespräch und hallo an alle, die zuhören. Wir sind hier bei Wir bauen Zukunft, einem Projektgelände in Mecklenburg-Vorpommern, mitten im Biosphärenreservat Schalsee. Wir, das heißt eine Genossenschaft von etwa 20 Menschen, haben dieses Gelände vor knapp 5,5 Jahren gekauft, sozusagen aus dem Dornröschenschlaf erweckt und betreiben dieses Gelände, gestalten es und entwickeln es weiter. Früher war das hier ein Zukunftszentrum für Bionik und Biotechnologie, wurde zur Zeit der Expo in Hannover gegründet, lief dann etwa 20 Jahre und wurde leider nicht mehr weitergetrieben, ist insolvent gegangen und stand 3 Jahre lang leer. Und als wir das Gelände gefunden haben, kann man sich das vorstellen, das war wie ein Jurassic Park. Also alles war überwuchert und überwachsen und relativ viel auch demoliert. Und wir haben das dann gefunden und gesagt, wow, das ist eigentlich ein Traumgelände schon als Grundlage, um hier eine dauerhafte Experimentier- und Lebensstätte zu erschaffen. Genau, mehr dazu erzähle ich dir gerne im Gespräch. Ja, eine Experimentier- und Lebensstätte. Das heißt, wer wohnt hier gerade? Also derzeit wohnen hier noch keine Menschen fest oder sehr wenige, sondern wir sind eher eine temporäre Lebensgemeinschaft. Das heißt, Menschen sind immer wieder für einen längeren Zeitraum da und wir finden uns auch immer wieder in neuen Zusammenstellungen und Gruppenkonstellationen zusammen. Das heißt, in den letzten Monaten hatten wir ein Programm, das hieß, oder ein Format, das hieß Community. Und da haben wir wirklich explizit eingeladen, dass Menschen für den Winter herkommen und mindestens einen Monat am Stück hier sind. Das hat viele Erfahrungen liegen dem zugrunde und es hat vor allem den Vorteil, dass wenn Menschen länger da sind, dass man sich auch wirklich kennenlernt und auch die Beziehung in der Tiefe entwickelt. Genau, und so war das einfach eine super schöne Zeit. Wir waren etwa 20 Menschen hier vor Ort, ganz unterschiedliche Hintergründe, verschiedene Altersklassen, verschiedene Kulturen. Und alle haben eigentlich ihr eigenes Projekt mitgebracht, woran sie gearbeitet haben, ob jetzt als Startup-Gründer, Gründerin, KünstlerInnen oder auch Angestellte, die sozusagen im Homeoffice gearbeitet haben. Und das war eine wunderschöne Zeit, wo wir auch ganz, ganz viel gelernt haben, wie unsere Strukturen nochmal verbessert werden können, unsere Systeme und wie auch so dieses alltägliche Zusammenleben wirklich so organisiert sein kann, dass das Spaß macht und nicht zu viel Arbeit für wenige ist, sondern sich quasi das Alltagsleben auf viele Schultern verteilt. Das war jetzt die letzten Monate und natürlich haben wir schon seit 5,5 Jahren sehr, sehr viele Erfahrungen gesammelt, was Zusammenleben und Zusammenarbeiten bedeuten kann. Viele Ups und Downs, viele Learnings darin. Und da kann ich dir gerne ein bisschen mehr zu erzählen, wenn du Fragen hast. Ja, also sehr gerne. Also hier soll ja wirklich ein aktiver Lebensort auch entstehen. Ihr probiert aus, so wie ich das verstehe, wie das funktionieren kann, welche Menschen herkommen, was wie an Fähigkeiten auch zusammenkommt, was für Projekte auch entstehen können. Und was steht da so als nächstes an? Das interessiert mich gerade. Ja, als nächstes steht vor allem an, dass wir den bestehenden B-Plan ändern lassen. Das heißt, eine Satzungsänderung vornehmen und dann erstens Baurecht bekommen, dass wir hier auch wirklich bauen dürfen und auch eine Nutzungsveränderung damit einhergeht, dass hier Menschen längerfristig leben können und arbeiten können. Und darauf freuen wir uns sehr, weil wir bisher halt sehr viel in diesem temporären Zustand waren und sehr viel ausprobiert haben und dann das Ganze so wirklich verstetigen können oder auch nachhaltiger betreiben können, dass wir hier viele dieser ganz bunten Ideen, die über die letzten Jahre entstanden sind, dann auch umsetzen können. Und dazu gehört zum Beispiel, anknüpfend an unsere Gründungsgeschichte, dass wir ein Earthship bauen möchten, also ein Haus, was sich komplett off-grid sozusagen selbst versorgt mit Wärme, Wasser,
und auch die Möglichkeit bietet, Indoor Lebensmittel anzubauen und das Ganze in einem geschlossenen Kreislauf. Das ist eins der Projekte, was uns auch hier in dieser Gruppe zusammengebracht hat. Nämlich haben wir 2014, 15 in der Lebensgemeinschaft Schloss Tempelhof das erste Earthship in Deutschland gebaut. Das war eine super besondere Zeit, wo Menschen aus der ganzen Welt eigentlich zusammenkamen, um dieses besondere Gebäude in Deutschland landen zu lassen. Und nicht nur das Gebäude ist besonders, sondern ich finde auch die Art und Weise, wie wir das gebaut haben, nämlich dass viele Menschen aus verschiedenen Hintergründen zusammenarbeiten und da eine ganz tolle Gemeinschaftserfahrung auch bei passiert ist. Und ich glaube, das ist auch wichtig zu sagen, in dem Kontext Zukunft und Experimentierort geht es immer darum, Menschen mit verschiedenen Perspektiven und fachlichen Hintergründen und Kulturen zusammenzubringen und gemeinsam an Lösungen zu arbeiten für komplexe Herausforderungen. Also neben dem Earthship, was so eine der größeren Zukunftsvisionen ist, bauen wir hier derzeit eine Tiny House Forschungssiedlung. Da haben wir bereits mit begonnen. Die ersten Tiny Häuser stehen schon hier. Man kann sie anschauen, man kann probeschlafen sozusagen. Und das Spannende ist, man kann auch hier vor Ort sein eigenes Tiny House bauen. Nämlich haben wir hier auch eine knapp 600 Quadratmeter große Werkhalle mit einem Werkhof drumherum, wo Interessierte ihre kleinen Wohneinheiten bauen, zusammen tüfteln, zusammen weiterentwickeln und auch erste Unternehmen sich angesiedelt haben, die sozusagen Tiny Häuser als Manufaktur herstellen. Und so schließen wir da auch wieder so ein bisschen den Kreislauf, dass Menschen herkommen, die daran interessiert sind, vielleicht darüber lernen möchten oder das erste Mal in einem dieser Häuser schlafen. Und wenn sie dann wirklich Bock drauf haben, können sie das halt auch hier vor Ort bauen und dann mitnehmen dahin, wo sie dann in der Zukunft leben möchten. Genau, das ist ein weiteres Projekt, was schon läuft und was noch ausgeweitet werden soll. Ein anderes Projekt, was mich auch persönlich sehr, sehr erfüllt, ist der Permakultur-Waldgarten. Mhm. Da experimentieren wir mit verschiedenen Agroforstwirtschaftssystemen, wo wir Pflanzengemeinschaften anlegen, sogenannte Obstbaum-Lebensgemeinschaften, also Pflanzengilden, die sich gegenseitig stärken und befördern durch ihre Diversität und die Eigenschaften, die wir eigentlich in der Natur beobachten können, die wir hier zusammenbringen auf einer Teilfläche des Geländes von etwa 3 Hektar. So, da haben wir auch gerade schon ein bisschen Spaß gehabt im Garten mit den Mulchen. Und das ist so das Projekt, was ich am meisten persönlich unterstütze auch oder wo ich aktiv drin bin. Und da haben wir verschiedene Baumarten und wir haben jetzt seit 2 Jahren auch eine Market Garden Fläche, wo wir einen Teil unserer Lebensmittel bereits selbst anbauen und das Ganze dieses Jahr auch noch etwas ausweiten wollen. Ja, das ist jetzt auch schon einiges, was schon läuft und was dann zukünftig passieren kann, ist, dass wir noch weitere Gästehäuser bauen, dass wir mehr Menschen auch wirklich gut unterbringen können, dass sie sich hier wohlfühlen, gut übernachten können, nämlich wenn sie an unseren Seminaren teilnehmen. Wir haben regelmäßige Permakulturseminare, die wir selbst veranstalten mit verschiedenen Expertinnen und Experten zusammen oder auch ganz unterschiedlichste Events und Workshop-Formate, wo wir Menschen zusammenbringen und unser eigenes Wissen teilen oder spannende andere Menschen einladen, die ihre Erfahrungen und Skills teilen wollen. Soweit erstmal. Wow. Es ist noch einiges mehr, aber. Okay. Also einiges in Bewegung. Ja, also es hat schon viel passiert. Das habe ich ja hier vor Ort auch gesehen. Auch Pläne für das, was schon passieren kann. Jetzt braucht es die Menschen. Ne? Was ich so höre, sind die Menschen, die eben an Nachhaltigkeit auch interessiert sind, die Lust haben, was Sinnstiftendes auch in die Welt zu bringen. Menschen, die einfach auch in Gemeinschaft leben wollen. Das nehme ich auch so wahr. Und einfach sich ausprobieren wollen, also eine Neugierde haben, was hat das Leben denn noch so zu bieten und was kann ich tun, was kann ich schaffen? Und was sagst du, welche Menschen dürfen hierher kommen? Wer ist dafür genau richtig? Ja, was ich im Moment beobachte, ist natürlich vor allem durch Corona, aber auch schon davor der Wunsch, dass Menschen mehr raus wollen, in Bezug zur Natur suchen, vielleicht das Leben auf dem Land mal ausprobieren möchten. Und vielleicht ein bisschen anders als das Modell von Kleinfamilie zieht raus und kauft sich einen 4-Seiten-Hof hin zu einer mehr fluiden Wohn- und Arbeitsgemeinschaft. Also wir suchen speziell Menschen, die auch unternehmerisch tätig sind, die eigene Ideen haben,
vielleicht schon Vorerfahrung in dem Bereich haben und dann eher einen Ort suchen oder auch Mitwirkende suchen, um gemeinsam ihre Ideen in die Welt zu bringen. Wir sind da auch nicht, sag ich mal, fachlich fokussiert. Wir sind im Moment eher an dem Punkt, wo wir unsere Kerncrew erweitern möchten. Das heißt, da suchen wir speziell Leute mit Fähigkeiten im Bereich Architektur, Siedlungsplanung, Bauingenieurwesen, also alles, was so Richtung Planen und Bauen im Bereich nachhaltiger Architektur geht. Und auf der anderen Seite suchen wir auch ganz speziell Menschen, die sich mit Fundraising auskennen, weil das kannst du dir auch vorstellen, was wir hier vorhaben, wird ja, relativ viel Geld kosten. Und da möchten wir auch einen co-kreativen Ansatz gehen, dass wir mit Stiftungen zusammenarbeiten oder auch mit Privatpersonen, die sagen, hey, wir wollen was Tolles in die Welt bringen, dass wir da eine gute Strategie entwickeln und dementsprechend auch Förderanträge stellen oder Partner Vereinbarungen schaffen, wo wir dann wirklich gemeinsam tolle Sachen umsetzen können. Genau, und sonst gibt es halt immer die Möglichkeit für, wie ich schon gesagt habe, Einzelunternehmerinnen oder Teams herzukommen, an ihren Themen zu arbeiten, vielleicht in Form von Workshops oder Sprints oder auch längerfristig, um hier Prototypen zu bauen, zu testen und auch in die Welt zu bringen. Genau, also sehr divers. Und ich glaube, das macht es aber auch aus, genauso wie im Garten zeugt dann die Diversität von Lebendigkeit und schafft eine höhere Resilienz und höhere Abwechslung. Und ich glaube, das ist so auch, was die Welt braucht und was wir hier in diesem Mikroformat abbilden können. Also manchmal sagen wir, das ist wie eine Gesellschaft in Mikroformat mit allen verschiedenen Teilbereichen, die so einen Zukunftsort bereithält oder bereitstellen kann. Also angefangen mit Bildung, mit Möglichkeiten zum Ausprobieren und zum Lernen, dann hin zu gesunder Ernährung, also regional biologisch erzeugte Produkte, bis hin zu dem ganzen Thema Unternehmertum oder ein Hub für Unternehmen, dass sich Menschen zusammenbringen, zusammenkommen, im Netzwerk denken, sich gegenseitig ergänzen. Genau, und darüber hinaus dann dieser ganze Teil Architektur, Bauen, Wohnen. Also da sind viele Themenbereiche so an verschiedenen Schnittstellen, die sich auch überschneiden. Und das können wir hier in der Praxis ausprobieren. Also ein Beispiel dafür finde ich immer sehr schön, ist dann wieder der Garten, dass wir hier Gemüse und Kräuter und Obst und verschiedene Sachen produzieren, die Sachen in unserem eigenen Café anbieten, weiterverarbeiten und dann der Kreislauf auch in dem geschlossen wird, dass quasi die Reste davon wieder zurück in den Garten kommen, im Kompost zu neuer Erde werden. Und ein weiterer Teilaspekt davon ist dann auch Bildung, dass Jugendliche oder Menschen aller Hintergründe lernen können, wie Permakultur in der Praxis eigentlich funktioniert. Und das sind so diese besonderen Schnittstellen von verschiedenen Themen, wo wir hier einfach einen Ort haben, wo das passieren kann. Ja. War schön. Danke für den Einblick auf jeden Fall. Die Idee gefällt mir sehr gut, halt die Gesellschaft von morgen mit zu schaffen, mit vorzubereiten, den Grund sozusagen zu bereiten, dass eben Gesellschaften auch so funktionieren können. Eben integral mit der Natur auch lebend, im Netzwerk zueinander, die Fähigkeiten des Menschen dürfen zutage kommen. Und ja, das auch so in den Flow zu kommen, die Vielfalt zu leben. Und je nachdem, was auch passt, auch zu tun, das hat was auch was Freies, spüre ich da, und auch was einfach Schönes. Also die Schönheit am Leben auch mitzusehen. Und ja, also danke erstmal, dass du und ihr auch diesen Ort auch mit aufbaut und auch diese Offenheit habt, Menschen auch hier willkommen zu heißen, das in der Co-Kreation auch mitzuschaffen. Und mich interessiert jetzt auch gerade noch, was für Wohnmöglichkeiten habt ihr hier alles? Es ist halt, die Tiny-Häuser hast du ja schon erwähnt, und wir sitzen halt auch vor einer, da wollte ich jetzt auch zu sprechen kommen. Ja, wir sitzen hier gerade vor einer unserer Joten, die wir selbst gebaut haben in den letzten Jahren. Also das sind angelehnt an die klassische mongolische Jurte in Selbstbau. Auch da haben wir sehr viel rumexperimentiert mit verschiedenen ökologischen Baumaterialien und vor allem ganz viel Handarbeit angelegt. Und das ist ein super schöner Wohnraum. Darin schlafe ich im Moment. Ich finde es super angenehm, auch im Winter, dass man da drin halt mit Holz heizt und irgendwie so den
Phänomenen der Natur auch ausgesetzt ist. Neben den zwei Jurten haben wir ja drei, ne, mittlerweile vier Tiny-Häuser. Mhm. Eins davon ist auch so eine Art Coworking Space, das heißt eine Art Office, aber man kann auch drin schlafen. Und dann haben wir im Haus selber nochmal 12 Schlafkabinen, die auch von einer Kollegin von uns selbst gebaut wurden, sehr verspielt und organisch aussehen. So eine Art Hostel sozusagen. Also das ist jetzt auch kein Ort, wo jemand länger wohnen würde, aber ich glaube, für Übernachtung ist auf jeden Fall eine abenteuerliche Unterkunftsmöglichkeit. Kann ich bestätigen. Ja, genau, ihr habt ja auch drin geschlafen. Und im Sommer, klar, wir haben hier 10 Hektar Land, das heißt, du kannst hier auch zelten, in Hängematten schlafen. Wir haben diverse Gewächshäuser, wo wir Plattformen reingebaut haben, wo man auch super schlafen kann. Und wir hatten im Sommer auch einige Tipis hier stehen. Das heißt, ja, es gibt ganz viele unterschiedliche Schlafmöglichkeiten und Aufenthaltsräume. Schön, ja. Auch immer jetzt schon einiges zu entdecken, soll immer wieder was entstehen. Im Sommer ist natürlich auch nochmal anders, anders zu sehen, was hier eben dann vor Ort auch nochmal sich bewegt. Ja, absolut. Ja. Der Paleo-Gedanke, so nenne ich ihn auch gerne, der mich auch schon eine Weile bewegt, trägt ja auch diesen Aspekt mit in sich. Um ein Kind großzuziehen, braucht es ein ganzes Dorf. Und es ist ja auch schön zu sehen, dass diese Ansätze auch da sind. Ne? Das nehme ich auch was, eine Vision, dass sowas auch mit geschehen kann. Da, falls du magst, kannst du ja gerne mal deinen Einblick zu dem Gedanken auch teilen. Ja, sehr gerne. Also ich habe selbst 2 Kinder, die sind jetzt 3 und 12. Und die waren die ganze Zeit auch natürlich immer wieder hier. Und was ich total cool fand, war die Zeit, wo der Lockdown war, wo wir uns sehr viel hier aufgehalten haben, im ersten Lockdown, wo wir so eine Art Co-Parenting-Modell hatten. Das heißt, es waren 5 Kinder da und jeden Tag haben 2 Leute auf alle Kids aufgepasst und was mit denen unternommen, so dass dann die Kids gut versorgt waren und auch wirklich rausgegangen sind und im Garten gespielt oder in Waldhöhlen gebaut haben oder andere coole Sachen gemacht. Und alle anderen Eltern hatten halt Zeit, ihre Dinge zu tun, und so hatte man wirklich den Fokus in der Zeit auf die Kinder und die anderen waren wirklich frei. Und das fand ich ein super schöner Ansatz von, ja, wie wir mit Kindern zusammenleben können auch. Genau, meine Kinder gehen zur Schule und gehen mittlerweile hier auch in die Kita in der Nähe. Dadurch haben wir auch einen ganz guten Bezug natürlich zur Region und zu anderen Familien mit Kindern, was ich auch ganz schön finde. Und ganz ehrlich, ist es auch toll, dass die Kids einfach gut versorgt sind, bin ich ganz ehrlich. Genau, wir haben noch keine eigene Kita oder Schule hier auf dem Gelände. Das könnte passieren, aber im Moment gibt es da keinen Fokus drauf. Genau, was wir allerdings haben, ist der Lernraum, das ist eins unserer Bildungsangebote, wo so im Bereich an der Schnittstelle Wildnispädagogik und Permakultur mit Kindern gespielt und gelernt wird. Das wird dann auch begleitet von ausgebildeten Pädagoginnen und Pädagogen, die dann wirklich rausgehen und den ganzen Tag draußen sind, am Feuer kochen, Höhlen bauen, Baumhäuser bauen, Schnitzen lernen. Also alle coolen Sachen, die man so draußen in der Natur machen kann mit Kindern. Genau, das ist auch eines unserer geförderten Projekte, was wir schon seit einiger Zeit hier haben und was wir auch weiterhin durchführen werden. Und das ist natürlich im außerschulischen Bereich, also auf Eventbasis oder Projektbasis, dann immer wieder der Fall. Wie können jetzt Menschen auf das Projekt aufmerksam werden? Also was sind Kontaktmöglichkeiten? Kontaktmöglichkeiten gibt es einige, also vor allem über unser Newsletter. Das ist so der aktuellste Kanal, den wir bespielen. Der Newsletter. Wie kann sich in den Newsletter eingetragen werden? Den Newsletter findest du über unsere Website www.wirbauenzukunft.de. Die Website ist derzeit noch im Umbau, aber da gibt es ein groß angelegtes Update bald. Sonst unsere Social-Media-Kanäle, vor allem Instagram und LinkedIn. Facebook machen wir noch ein bisschen, aber nicht mehr so viel. Und dann bieten wir auch immer wieder Möglichkeiten zum Vorbeikommen, Reinschnuppern, Mitmachen an. Das sind vor allem wir nennen es Maker-Blitze, so Hands-on-Aktionen, wo wir gut vorbereitete Aktionen machen, wo dann 20, 30 Leute da sind und einfach mit anpacken. Und das ist einfach super cool. Das zeichnet, finde ich, auch dieses Projekt aus. Sehr viel von Co-Kreation und gemeinsam erschaffen, was natürlich auch gemeinschaftsfördernd ist, was Spaß macht. Die Leute kommen in Kontakt und
glaubst nicht, wie dankbar viele Menschen letztes Jahr vor allem waren, wo ja doch das Zusammenleben in der Stadt sehr, sehr eingeschränkt war und die hier so richtig aufgegangen sind. Man so, wow, endlich mal wieder Kontakt mit Menschen und draußen in die Natur und was Sinnvolles machen. Und das werden wir auch dieses Jahr wieder anbieten natürlich oder freuen uns da auch über die Möglichkeit, dass Menschen vorbeikommen zum Helfen und genau diesen Ort gemeinsam mit uns gestalten. Danke dir. Ja, ich denke, das ist auch ein schönes Schlusswort, ehrlich gesagt. Und dann, wer Lust hat, kann sich einfach melden. Ne? Das ist die Nachricht. Und wer mitwirken möchte, kann das. Also die Offenheit ist da. Mhm. Und es braucht auch Unternehmer sozusagen, die vor Ort tätig werden, unternehmerisch handeln, die auch Geld mitbringen und in der Lage sind, auch Geld zu akquirieren. Das habe ich auch gehört. Und so was auch bewusst mitzugestalten, die Energie auch mitbringen und halt, ja, Lust am Schaffen haben und Luft. Ja, Luft braucht es auch. Immer frische wieder. Luft frische, auf jeden Fall. Ja, sehr gut. Ich habe Lust noch auf einen Tee. Ja, ja, gerne. Ich habe noch einen Tee für uns vorbereitet. Mhm. Zwar ist es ein Artemisia Johanniskraut-Tee, den ich im letzten Sommer selber geerntet und getrocknet habe. Das ist eines meiner Lieblingsgewächse, Artemisia, auch als Beifuß bekannt in Deutschland. Sehr, sehr lecker und nährstoffreich. Da nehme ich jetzt gerne noch eine Kanne. Genau. Ich habe jetzt auch gelernt, die Augen offen zu halten nach Artemisia. Eine Wunderpflanze auch zu sein. Auch eine heilsame Wirkung. Und das ist auch das Schöne, sowas wieder zu entdecken, was die Natur einfach zu bieten hat. Und ich danke dir. Tschüss. Genau dafür.